Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana und heute habe ich für euch meinen Lesemonat Juni und ich bin ganz aufgeregt, weil ich heute auch noch zwei andere Podcasts wahrscheinlich aufnehmen werde, unter anderem ein Unboxing. Für alle, die sich fragen, was zum Teufel das ist, dürfen gerne gespannt sein und gegen Mitte Juli werdet ihr die Folge hören können. Nur so viel vorweg, es geht um die Schmökerbox, eine Buchbox mit einem Buch für Erwachsene und diverse Goodies, die da noch mit drin sein werden. Und das Ding liegt hier schon seit einer halben Woche und ich bin super stolz auf mich, dass ich die Disziplin aufgebracht habe bisher, es auch wirklich dort zu lassen, weil ich es eben vor dem Mikrofon auspacken möchte oder wollte und das hat ein bisschen gedauert. Also das wird es auf jeden Fall noch für euch geben, Mitte des Monats und ich werde wahrscheinlich sogar auch schon nächste Woche für euch eine neue Episode bereithalten mit einer Art Halbjahres-Review, also so ein kleiner Rückblick auf das erste Halbjahr 2018, was ich so gelesen habe, was ich davon gut und schlecht fand. Und außerdem, worauf ich mich freue, beim Rest des Jahres 2018 zu lesen. Deswegen werde ich jetzt mal mit dem normalen Lesemonat anfangen und ihr könnt euch schon auf zwei tolle Episoden freuen, die es in den nächsten in den nächsten Wochen für euch geben wird. Mein Lesemonat Juni beginnt mit einem Rezensionsexemplar von Argon, und zwar The Dry von Jane Harper. Das ist ein Hörbuch gewesen, was 8 Stunden Laufzeit gehabt hat. Und ich würde dem auf jeden Fall 4 Sterne, vielleicht sogar 5 geben. Es ist gelesen auf jeden Fall von Götz Otto, das ist der Schauspieler. Der hat unter anderem früher in einem James-Bond-Film mitgespielt, Der Morgen stirbt nie. Von Hörbücherseite habe ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viele entdecken können, aber wenn, dann hat er viel Arno Strobel vertont und auch Sophie Bonnet-Krimis. Ich kannte die nicht, aber er hat es super gelesen. Ist auch super, dass ich ihn nicht bei so vielen anderen Produktionen kenne schon, weil das bedeutet, dass er im Grunde für mich dann die Stimme von diesem Ermittler wird, der, wie ich gesehen habe, auch noch weitere Fälle lösen wird in der Zukunft. Und ich habe das eigentlich zum größten Teil im Mai gelesen, muss ich sagen, aber da ich den Podcast letzten Monat wirklich sehr früh, quasi schon bevor der Monat um war, abgedreht habe, ist er jetzt hier im Juni gelandet. Lange Rede, kurzer Sinn, ich fand's super. Es ist die Geschichte spielt in Australien und es ist, wie der Name schon sagt, also wirklich eine große Dürre ausgebrochen und die Farmer, man hat so das Gefühl, die drehen alle so ein bisschen durch, weil Je trockener es eigentlich bleibt und je weniger sie ernten können, desto eher ist ihre Existenz bedroht. Und das Buch eröffnet total krass mit irgendwie so nach dem Motto, die Fliegen machen keinen Unterschied, ob es jetzt ein menschlicher Kadaver ist oder ein tierischer Kadaver, den sie umschwärmen. Und es wird halt geschildert, dass eine Familie ausgelöscht wurde. Wahrscheinlich dadurch, dass der Vater quasi seinen Sohn und seine Frau erschossen hat, das Baby hat da am Leben gelassen und hat sich dann selber gerichtet. Und es, also eigentlich soll da gar nicht so wahnsinnig viel ermittelt werden, aber der beste Freund von dem mutmaßlichen Täter kommt eben zur Beerdigung in die Stadt zurück. Er wurde dort mal regelrecht vertrieben, nachdem seine Jugendfreundin Selbstmord begangen hat, also im Fluss ertrunken ist. Und erzählt das auch alles in Zurückblenden, was halt damals passiert ist. Und das heißt, ihm schlägt ganz, ganz viel Hass entgegen in dieser kleinen Stadt in Australien, wo er eigentlich herkommt. Und es wird in Rückblenden dann auch immer wieder von eben dieser Jugendfreundin erzählt, aber gleichzeitig auch der aktuelle Fall aufgerollt, aufgewickelt. Denn ich wünschte, ich könnte sagen, dass dieser Freund und Ermittler, der ist also ein Polizist, es war, glaube ich, mittlerweile irgendwie in der Steuerfahndung oder so, hat halt früher mal in Richtung Mord ermittelt, aber eigentlich nicht mehr. Und der kommt, wie gesagt, zu Besuch, um seinen alten Freund beizusetzen und wird dann von den Eltern von diesem mutmaßlichen Täter quasi aufgefordert, ob er nicht mal ein bisschen recherchieren kann, weil es da eben auch so neuen Polizisten gibt in dem Dorf und die trauen ihm alle irgendwie noch nicht so ganz und er lässt sich dann so ein bisschen breitschlagen. Und wie gesagt, ich fand es echt cool, dass es im Grunde 2 Fälle waren, die parallel so ein bisschen aufgeklärt wurden. Einmal mit der Jugendfreundin und einmal eben der aktuelle Fall mit dem verstorbenen Freund. Und
Gleichzeitig muss ich auch sagen, ich fand auch den Polizisten, der da eben neu anfängt, auch richtig toll. Also die beiden im Verband waren eigentlich echt ganz cool. Und ich weiß, wie gesagt, dass zumindest der, die Hauptperson noch weitere, wie nennt sich das, weitere Romane sozusagen um sich drehen haben wird. Und ja, werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen, finde ich richtig cool. Und ich muss auch sagen, es war hier richtig, richtig heiß, als ich das gelesen habe. Und das passt einfach super zu dem, was im Buch geschildert wurde. Später habe ich ein Buch noch gelesen, was total im Winter spielte und wo dann halt irgendwie von Schneemassen und bitterkalt draußen und so die Rede war. Und das hat dann, das bringt mich einfach raus. Also war nicht so schlimm, aber ich merke es dann irgendwie schon, dass das nicht so ganz passt. Natürlich war der Tod auf der Farm nichts Neues und die Schmeißfliegen waren nicht wählerisch. Sie machten keinen Unterschied zwischen einem Kadaver und einer Leiche. Die Dürre hatte den Fliegen den Sommer über ein reichhaltiges Angebot beschert. Sie fanden starre Augen und klebrige Wunden, wenn die Farmer von Kiwara wieder einmal ihre Gewehre auf abgemagertes Vieh richten mussten. Kein Regen hieß, kein Futter. Und kein Futter bedeutete harte Entscheidungen in einer Gegend, die Tag für Tag unter dem sengenden Himmel flirrte. Wenigstens die Schmeißfliegen waren zufrieden. Doch an diesem Tag waren ihre Funde ungewöhnlich. Kleiner und mit weicherem Fleisch. Obwohl das keine Rolle spielte. Da, wo es drauf ankam, waren sie alle gleich. Die glasigen Augen, die nassen Wunden. Der Körper auf der Lichtung war der frischeste. Die Fliegen brauchten ein wenig länger, um die beiden anderen im Farmhaus zu entdecken, obwohl die Haustür einladend offen stand. Diejenigen, die sich von dem ersten Angebot in der Diele noch weiter vorwagten, wurden mit einem weiteren Fund im Schlafzimmer belohnt. Der Körper war zwar noch kleiner, aber von weniger Rivalen umschwärmt. Die Fliegen waren die ersten vor Ort. Das Blut stockte dunkel auf Fliesen und Teppichboden. Draußen hing noch immer die Wäsche an der Spinne, knochentrocken und steif von der Sonne. Ein kleiner Tretroller lag verlassen auf dem platten Weg. Im Umkreis von 1 Kilometer schlug nur ein einziges menschliches Herz. Und daher reagierte niemand, als irgendwo tief im Innern des Hauses das Baby anfing zu schreien. Als nächstes habe ich mich auf ein Hörbuch gestürzt, was ausnahmsweise mal kein Rezensionsexemplar war. Und ich muss auch sagen, das hat so ein bisschen zu der Challenge gepasst, die diesen Monat ausgerufen wurde. Das war nämlich ein Worttitel. Das heißt, man hat eben in der Lovely Books Gruppe, wo ich auch mit Admin bin, eben die Möglichkeit gegeben, Sonderpunkte zu erlesen, wenn man ein Worttitel liest. Und dementsprechend war Nachtwild von Jin Phillips, was ich also als nächstes gelesen habe, hat mir Sonderpunkte gebracht. Und war außerdem noch ein Buch, was recht kurzfristig erschienen ist. Also ich glaube irgendwann im Frühling 2018, sage ich jetzt mal. Und ich wollte das sowieso gerne lesen. Und es geht um, oder beziehungsweise ich frage erstmal an, es war eine ungekürzte Lesung von 7 Stunden. Und ich würde dem Ganzen so 4 Sterne geben. Es war ganz gut. Ist wahrscheinlich nicht für jeden was, das muss ich dazu sagen. Es geht um eine Mutter, die mit ihrem Sohn im Zoo ist und auf einmal kriegt sie halt mit, dass Leichen auf dem Wegen liegen und auch irgendwie Schüsse fallen, die sie früher oder vorher gar nicht richtig irgendwie einordnen konnte. Das hörte sich an wie platzende Luftballons oder sowas. Und naja, wie gesagt, sie war eigentlich schon auf dem Weg nach draußen und dann sieht sie halt, dass im Grunde der Weg vor ihr gepflastert ist mit sterbenden Menschen. Und sie nimmt ihren Sohn und läuft und versucht sich zu verstecken. Und es ist im Grunde ein sehr intensives Hörbuch darüber, wie sie eben eine Mutter mit einem jungen Kind, der das noch gar nicht richtig begreift, was da um ihn herum passiert, das möglichst so gestaltet, dass sie A, überleben. Also was macht man? Versteckt man sich? Läuft man komplett die ganze Zeit nur weg? Oder ne, wie jede Entscheidung könnte die falsche sein, was sehr spannend war, wie ich fand. Und gleichzeitig auch, wie schafft man es, dass das Kind davon nicht totalen Knacks wegkriegt für den Rest seines Lebens, wenn es da rauskommt? Ja, fand ich ein super, super interessantes Thema. Das Buch wurde hauptsächlich gelesen von Andrea Sawatzki. Ihr wisst, ich finde sie nur so mittelmäßig, ehrlich gesagt. Also ich mag einfach, sie betont super, es ist alles objektiv betrachtet, ist nichts Schlechtes daran. Ich kann nur, ehrlich gesagt, auf Dauer mag ich ihre Stimme nicht so gerne. Das ist, wie gesagt, was total Subjektives.
Sie macht es auch sehr, 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 sehr gut. Und das Einzige, was ich halt auch nicht so schön finde, ist, dass sie halt zum Beispiel auch bei dem Kind, was dort eben, ich weiß gar nicht genau, wie alt das war, 4 oder so, das wirkt immer so, so nölig, so weinerlich. Also sie liest halt Kinder sehr übertrieben sozusagen, also zu kindisch, zu falsch. Also für mich persönlich hat das irgendwie keinen Charme, wenn sie Kinderstimmen liest. Stellenweise hat auch Maren Kräumann hier noch was beigesteuert. Das fand ich auch sehr cool. Also es wird durchaus auch noch so ein, zwei andere Perspektiven geschildert. Und man muss erstmal durchsteigen, wer das ist sozusagen, den man da gerade hört. Ja, ich würde das Ganze einen psychologischen Thriller nennen. Für junge Mütter könnte ich mir vorstellen, dass es einfach zu nah am Lebensalltag ist und dann doch die morbide Angst, die man vielleicht um das Leben seines Kindes hat, zu stark strapaziert. Also ist vielleicht nicht unbedingt geeignet. Mich als Nicht-Mami hat es aber total überzeugt. Also ich muss sagen, ich hatte sehr gemischte Rezensionen gelesen, aber ich fand es super spannend. Ich finde ich persönlich habe mitgefiebert. Ich fand es realistisch, nachvollziehbar und wirklich irgendwie, ja, wie so ein Horror im Grunde, ne? Ja, einige haben kritisiert, dass das irgendwie doof ist, dass dieses Kind halt ständig beruhigt werden muss, dass es still sein soll und so weiter und dass es halt irgendwie, irgendwie genervt hat auf Dauer. Aber wie gesagt, ich fand es nicht schlimm, ich fand es war realistisch und mich hat zu Anfang eher gestört, dass man relativ wenig über die, also Hintergrund oder Einführung zu diesen Figuren bekam und schon fielen die ersten Schüsse. Und irgendwie steht auch das Kind Lincoln immer im Mittelpunkt. Das heißt, ein bisschen was hat man über die Mutter dann noch erfahren, aber davor war es halt so ein bisschen so, okay, klar, man muss das Kind irgendwie als erstes kennenlernen, damit man um die Gefahr quasi weiß, aber halt die Mutter war so, als hätte die gar keine richtige Persönlichkeit. Wie gesagt, später wurde dann noch ein bisschen Hintergrund angefüttert und es fühlte sich insgesamt so ein bisschen harmonischer oder menschlicher an. Aber man muss trotzdem sagen, diese Mutter-Kind-Beziehung, die wird halt am intensivsten beleuchtet. Auch die Tätermotivation oder was weiß ich, zum Beispiel der Vater, der wird da eigentlich nur gestreift. Also Nebencharaktere sind echt nur angerissen. Aber insgesamt fand ich es echt sehr cool und sehr, sehr spannend geschrieben. Insofern auf jeden Fall eine Leseempfehlung von mir. So, ich hoffe, ihr hört das nicht. Ich habe jetzt schon das zweite Mal versucht, das Mikrofon irgendwie auszumachen. Ich habe hier wie so ein Störgeräusch im Hintergrund. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt es nicht auch mit auf dem Schirm. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das Handy ist im Flugmodus und alles. Keine Ahnung. Tut mir sehr leid, aber ich werde jetzt einfach mal weitermachen. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, war wieder ein Rezensionsexemplar. Und zwar Der Tag, an dem der Sommer begann von Julie Cohen. Das ist eine Autorin, die ich schon seit Jahren verfolge und von der ich, glaube ich, auch mittlerweile eigentlich alles gelesen habe, was erschienen ist zu ihr. Und ich mag sie einfach super gerne, weil sie immer wieder ganz neue Thematiken sich anguckt. Und obwohl hier auch das Cover sehr frauenliteraturig aussieht, also wirklich wie so ein typisches Frauenliteratur-Roman so, muss ich wirklich sagen, sucht sie sich immer wieder relevante Themen aus, die wo eigentlich auch man nicht das Gefühl hat, dass sie sich jetzt wiederholt mit den Geschichten, die sie erzählt. Und das finde ich eigentlich sehr angenehm. Und das Buch habe ich auch, glaube ich, im Mai angefangen zu lesen und habe es dann noch beendet, obwohl es nicht mehr zu der Ein-Wort-Titel-Challenge passte. Und ich muss sagen, ich bin richtig froh, weil das ist dieser Monat war auch der Monat, wo ich zwei Rezensionsleichen, muss man wirklich sagen, von ihrem Schicksal erlöst habe. Denn die stammen beide aus dem Jahr 2017. Und zwar Anfang 2017. Und dadurch, dass es jetzt schon Mitte 2018 ist, muss ich echt sagen, hatte ich ein schlechtes Gewissen, dass ich die so lange habe liegen lassen. Weil ich die nämlich teilweise auch schon früher als 2017 quasi geordert hatte. Also dementsprechend bin ich super, super erleichtert, dass das wirklich die ältesten Rezensionsexemplare habe ich jetzt quasi vom Stapel erlöst und das finde ich richtig toll. Es waren 432 Seiten, dieses Buch, und ich würde dem Ganzen 4 Sterne geben. Außerdem ist es so, dass sie am 10. Dezember ein neues Buch hat, was rauskommt, und das heißt Das geheime Glück. Habe ich die Beschreibung durchgelesen, war wieder was ganz, ganz anderes als alles, was ich vorher gelesen hatte von ihr, und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das werde ich definitiv auch bestellen. Mal gucken, ob ich es bekomme. In dieser Geschichte geht es um 3 Generationen von Frauen, die jeweils ihre eigenen Probleme haben und irgendwie miteinander klarkommen müssen. Und ich fand es mal wieder sehr packend geschrieben, nicht so wahnsinnig, ich sag mal, Chick-Lit-oberflächlich,
sondern ja, war echt eine gute Geschichte. Leider waren die Charaktere, fand ich stellenweise, relativ klischeehaft oder irgendwie so, irgendwie eindimensional, also nur auf das Problem reduziert, schlussendlich, was sie darstellen sollten. Und das fand ich leider nicht ganz so tiefgreifend. Das hätte noch besser gemacht werden können. Und zwar geht es um, wie gesagt, drei Generationen von Frauen. Einmal eine Mutter, die mit ihrem ersten Mann die älteste Tochter hat. Dann ist leider der Mann bei dem Versuch, jemanden zu stoppen, Selbstmord zu begehen, selber gestorben und wurde aus deren Leben gerissen. Und von dem toten Mann die Mutter, die stürzt am Beginn des Buches und kann nicht mehr allein in ihrem Haus wohnen, was sie halt vorher jahrelang getan hat. Die war auch immer alleinerziehend von dem Sohn und wie gesagt, um die älteste Tochter geht es auch noch. Die Mutter hatte dann, nachdem der Vater gestorben war, auch nochmal geheiratet und hat halt zwei weitere Kinder bekommen und ist jetzt aber auch schon getrennt wieder von diesem neuen Mann, weil der sie nämlich mit dem russischen Kindermädchen betrogen hat. Also großes Drama auf allen Seiten. Und ja, also jede Frau, also beziehungsweise ich sag mal, die Oma zieht dann quasi zu der Mutter und der Tochter oder der Enkelin. Und ja, es geht halt darum, wie sie dann zu dritt klarkommen in diesem Haus gemeinsam. Ich will jetzt nicht alles verraten. Wie gesagt, jeder hat so sein Päckchen zu tragen, die, ja, jeder verschweigt irgendwas. Wie gesagt, ich möchte wirklich nie spoilern. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal komplett. Ich fand den Titel übrigens, Der Tag, an dem der Sommer begann, irgendwie nicht so ganz passend zu dem Buch. Also es hat eigentlich gar keinen Bezug zu dem Buch, leider Gottes. Der Originaltitel ist Falling und der passt irgendwie deutlich besser zu der Geschichte, weil das hat sich so ein bisschen wie so ein Motto durch das Buch gezogen. Der Vater fällt in den Tod, die Oma von der Treppe halt und muss deswegen weil die Hüfte irgendwie gebrochen ist, bei der Schwiegertochter und der Enkelin wohnen. Sie war auch mal eine Geliebte von jemandem, das heißt, da ist sie dann irgendwie auch im Ansehen gefallen sozusagen. Und naja, also insgesamt fand ich das Buch schön, herzenswarm, beschäftigte sich eben mit Familien, mit Wünschen und Träumen von Frauen in jeder möglichen Generation und auch mit dem Zusammenhalten von Frauen untereinander. Das einzig, oder was ich ein bisschen schade fand, war der Höhepunkt der Geschichte. So, das war wirklich ein großer und dramatischer Höhepunkt und das fand ich ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Als nächstes habe ich ein Buch in einer Leserunde gelesen, was mir super viel Spaß gemacht hat. Und zwar haben Anna von Annas Bücherstapel und ich gleichzeitig festgestellt, dass wir noch das Buch Marmorkuss von Jennifer Benkow auf dem Stapel ungelesener Bücher haben und dass das hervorragend zur Einworttitel-Challenge passt. Das hatte auch 432 Seiten und ich würde dem 4 Sterne geben. Ich habe es also vor ein paar Tagen erst beendet, deswegen bin ich da immer so ein bisschen unschlüssig. Ich könnte vielleicht sogar irgendwann mal 5 Sterne bekommen, aber ganz sicher bin ich mir noch nicht. Das muss ich erstmal so ein bisschen sacken lassen. Und das Schöne war dann, dass wir uns verabredet haben zu einer Leserunde. Das heißt, wir haben das Buch in 6 Teile geteilt und haben dann quasi innerhalb von Lovely Books in einer Gruppe jeweils unsere Leseeindrücke für eben diese Leseabschnitte formuliert und haben das auch vom anderen gelesen und das nochmal kommentiert. Und ja, es war einfach total schön, mal wieder sich mit jemandem auszutauschen darüber. Und ich weiß nicht, es hört sich wahrscheinlich ein bisschen nerdig an, aber manchmal war es eben auch in der Schule so, dass man dann im Deutschunterricht, wenn man gemeinsam ein Buch gelesen hat, dann auch mal über bestimmte Sachen gesprochen hat. Und meistens waren es komische Bücher, aber mir hat dieser Austausch eigentlich super gut gefallen, dass man so ein bisschen gemeinsam erforscht, so was will uns der Autor jetzt damit sagen und wo fiebert man mit oder also solche Sachen einfach. Das haben wir dort auch geschrieben und ich muss sagen, das hat mir echt gut gefallen, auch wenn es sehr verbindlich ist, wenn man halt dann schon in dem Monat quasi ein konkretes Buch lesen muss. Da bin ich ja sonst normalerweise nicht so der Fan von, dass ich mich halt mir selber die Pistole auf die Brust setze sozusagen. Aber das hat wirklich gut geklappt und es ist auch ein Hardcover-Buch gewesen. Das heißt, da wird jetzt ein bisschen Platz frei in dem Regal mit den ungelesenen Büchern. Und es wandert in ein anderes Regal und es ist wirklich ein super schönes Buch. Und das Witzige ist, ich habe das damals auf der Frankfurter Buchmesse mitgenommen und hatte tatsächlich auch eine Lesung davon besucht und sogar eine Autogrammkarte von der Autorin und so bekommen. Und ich dachte immer, ach ja, das war Ende 2016. Habe ich mal nachgeguckt, das war verdammt nochmal Ende 2014. Also mit anderen Worten, liegt auch schon ein paar Jährchen auf dem Stapel ungelesener Bücher.
Ist also quasi auch eine kleine Subleiche. Aber hat mir echt Spaß gemacht, auch diese Eindrücke irgendwie zu teilen und so Theorien über die weitere Handlung auszutauschen und so. Ja, es hat mir sehr gut gefallen. Worum geht es überhaupt? Es ist ein, ja, wie so eine Art modernes Märchen, würde ich fast sagen. Und zwar geht es darum, dass ein, na, Junge kann man ihn fast nicht nennen, ein junger Mann eine Marmorstatue findet von einem Mädchen, einer jungen Frau. Er fühlt sich irgendwie hingezogen zu dieser Statue und denkt sich so, ey, bist du eigentlich bekloppt? Aber er küsst sie halt irgendwann und dann erwacht sie wie so ein Dornröschen sozusagen aus dieser Versteinerung. Und es stellt sich heraus, dass sie von einer bösen Hexe verzaubert wurde. Und die ist jetzt aber immer noch hinter ihr her, weil sie gibt ihr als versteinertes Etwas quasi ein unsterbliches Leben. Und wo ich nicht mit gerechnet hätte und was mich deswegen sehr überrascht hat, war die Härte in diesem Roman. Also wirklich eine super harte Realismus, der da vorherrscht. Hatte ich nicht mit gerechnet, weil halt das Cover zum einen ist super romantisch, super knuffig und süß. Und auch die Beschreibung hört sich jetzt relativ, na, was heißt kitschig, aber halt, ne, wie ich gerade gesagt habe, so eine Märchen-Neuerzählung. Habe ich gedacht, Mensch, also hört sich einfach mal ganz süß an, so für Zwischendurchlesen. Und ich war dann sehr, sehr positiv erstaunt, dass die Autorin wirklich hier einen Außenseiter eigentlich zum Helden gemacht hat. Denn der Jano, der hier der Protagonist ist, der raucht, der hat keinen Job, der ist chronisch pleite und der lässt sich auch irgendwie mit so einem Mädchenhandelring ein und so. Also da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet und das fand ich aber auch gut, weil das wirklich ja sehr realistisch, sehr, sehr hart, aber irgendwie eben nicht so mit dem Kopf in den Wolken irgendwie war. Also es, ja, ich fand es super gut gelungen, sehr gut geschrieben. Und ich muss auch wirklich sagen, ich bin sehr gespannt, mal noch weitere Sachen von Jennifer Benkow zu lesen jetzt, weil ich fand, sie hat es unglaublich gut geschafft, so Stimmung oder Spannung so zu übermitteln. Also es gab zwei, drei Szenen, wo die Clara, die Protagonistin, eben vor dieser, ja, fast wie so eine Art Verfolgungswahn hat und denkt, dass diese Zauberin hinter jeder Ecke steht. Ey, und ich habe richtig mitgefiebert. Ich war echt so, oh mein Gott, ja, bestimmt kommt sie gleich da und dahinter weg. Also man fängt echt an, so Bedrohungen zu sehen, wo gar keine waren irgendwie. Und das hat sie alleine durch ihre Schreibweise echt gut geschafft. Ich habe so mitgefiebert. Und auch teilweise schafft sie es dann auch, selbst Außenseiter oder auch mal, ich sag mal, Leute, an denen man vielleicht hochnäsig vorbeigehen würde. Also zum Beispiel so zwei eher pennerhaft aussehende Gestalten, die irgendwelche Zeitschriften verteilen. Die hat sie dann tatsächlich auch in so einer Szene super menschlich irgendwie rüberkommen lassen und total herzlich. Ja, fand ich super. Also sie hat von der Beschreibungsgabe wirklich eine Gabe. Und ja, also hat es mir auf jeden Fall Lust gemacht, noch mehr von ihr zu lesen. Ja, also ich fand es auf jeden Fall richtig gut. Es ging, wie gesagt, unter anderem um Menschenhandel, um Bevormundung von Frauen durch Männer damals und heute. Und auch die romantischen Szenen waren irgendwie ganz sanft und realistisch. Also das hat sich ganz langsam entwickelt alles und dementsprechend, ich fand es einfach irgendwie smart und schön. Also hat mir wirklich gut gefallen und ich würde dem Ganzen 4 Sterne geben. Als letztes Buch habe ich noch ein Rezensionshörbuch gehört. Auch das ist von tatsächlich Januar 2017 und es war Rat der Neuen, gezeichnet von Veronica Roth. Das Ganze 16 Stunden lang. Die Sprecher waren größtenteils Laura Mehr und Shenya Lacher. Die Laura Mehr ist bekannt unter anderem als Alice Cullen aus Twilight, Vader aus My Girl, Ygritte aus Game of Thrones und auch die erste Hörbuchreihe von Veronica Roth hat sie auch gesprochen. Und der Shenya Lacher ist ein Synchronsprecher mit, ja, ich habe gefunden, 9 verschiedene Bücher von eher unbekannten Autoren. Ist aber auch schon 40 Jahre alt, also 40-jähriger Theater- und Filmschauspieler, der unter anderem bei den Rosenheim-Cops, Nasoko, Tatort, Polizeiruf 110 und so weiter mal mitgespielt hat. Und der sich aber nicht anhört wie 40. Glücklicherweise, denn die Protagonisten sind hier eher so in späten Zehnern, wollte ich gerade sagen. Ist das ein Wort? Also in den späten Teenjahren. Und das Buch kriegt von mir nur ungefähr 3 Sterne. Ich fand es weder gut noch schlecht irgendwie. Ich habe auch lange hin und her überlegt, wie viele Sterne ich dem, ob ich dem vielleicht sogar 4 Sterne geben soll. Aber ich glaube schlussendlich, wenn ich dann das ganze Jahr auch betrachte, ist es eher ein 3er-Kandidat. Der Inhalt ist, glaube ich, relativ schnell erzählt. Es geht um 2 verfeindete Völker auf einem Planeten. Das ist also Science Fiction. Und
die reisen auch durchs All und so weiter. Und in dieser Welt ist es zum einen so, dass es Prophezeiungen gibt und Orakel, die sehr, sehr wichtig sind. Und es gibt auch so bestimmte Lebensschicksale, denen man auch gar nicht entrinnen kann. Diese Schicksale bewirken aber natürlich, dass die, um die sich diese Schicksale drehen sozusagen, enorm wichtig sind und eben auch sehr in Gefahr sind, weil natürlich versucht man als Mensch entgegenzuwirken, wenn man weiß, dass die und die Familie einen das Leben kosten wird, dann will man vielleicht versuchen, die Familie auszurotten, bevor sie es tun, etc. pp. Bei vielen Menschen ist es so, dass sie eine bestimmte Gabe haben, bisschen esoterisch, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel die Protagonistin kann oder hat, leidet Schmerzen die ganze Zeit, kann den aber auch verteilen. Das heißt, ich sag mal, dumm gelaufen, weil ihr Bruder eben ein Diktator ist und sie im Grunde dafür nutzt, als Waffe, als Machtdemonstrationsmittel. Der Bruder zum Beispiel kann, nicht Gedächtnis, aber so Erinnerungen von anderen Menschen quasi mit seinen eigenen austauschen. Der Protagonist ist ein Gefangener von dem Bruder. Und der kann, das habe ich nicht ganz verstanden, was der kann, ehrlicherweise. Also der kann irgendwie, oder andere Gaben wirken bei ihm nicht, weil er irgendwie den sogenannten Strom, der quasi dafür da ist, dass er sozusagen diese Gaben verleiht, also wie so eine Macht, die in allen wohnt, die kann er irgendwie ausknipsen quasi oder unterdrücken. Dementsprechend wird er eben eingesetzt, um die Protagonistin oder deren Schmerzen zu lindern, damit sie eben gefügiger wird für ihren Bruder. Leider ist genau das Gegenteil der Fall, denn die Protagonistin Syra verknallt sich halt so ein Stück weit in den. Und ja, also ich muss sagen, an ein paar Stellen fand ich es nicht ganz nachvollziehbar. Erstens, wie gesagt, habe ich nicht ganz geschnallt, wie jetzt seine Gabe funktioniert, ehrlicherweise. Also ich fand, das wurde nicht gut erklärt zu Anfang. Dann, also es sind so ein paar Sachen, wo ich, finde ich irgendwie nicht so sinnvoll. Also der Protagonist ist, wie gesagt, dort ein Gefangener und er macht sich auch Sorgen um seinen Bruder. Der ist nämlich das Orakel, das Neue. Und der kann irgendwie, oder dieses Orakel wird wiederum gefangen gehalten bei dem Bruder, weil der Bruder denkt, dass wenn er ein Orakel an der Hand hat, der ihm, oder dass ihm die ganze Zeit die Zukunft voraussagen kann, auch alle möglichen Zukünfte, dass er dann quasi sein großes Schicksal abwenden kann. Und also zum einen habe ich nicht ganz verstanden, es ist irgendwie über mehrere Jahre ist die Erzählung gespannt, was ich auch gut fand. Aber zum einen waren da immer so Zeitsprünge drin, also das liegt vielleicht dann auch am Hörbuch, aber manches Mal habe ich gedacht, ach so, oh, jetzt sind wir ein paar Jahre weiter. Ups, habe ich erst nicht geschnallt, die ersten Absätze. Das wäre vielleicht in einem Buch einfacher gewesen zu begreifen. Ja, aber im Grunde zum Beispiel versucht natürlich der Protagonist irgendwann mal zu fliehen, weil er, wie gesagt, dort eigentlich geknechtet wird. Und er haut halt ab und die Protagonistin bestraft ihn aber nicht mal. Also das war irgendwie so ein bisschen unrealistisch, weil, ja, okay, sie möchte vielleicht nicht keine böse Person sein, aber wie gesagt, realistisch halte ich es halt nicht. Also ich glaube, dass wenn man so viel durchmachen musste und irgendwie das auch gar nicht anders kennt, dass man dann nicht einfach sagt, so, ach, ist nicht schlimm. Bist halt weggelaufen. Ich habe Ärger dafür gekriegt, aber ist nicht schlimm. Also ich glaube halt, sie hätte ihm wahrscheinlich eigentlich deutlich zu spüren gegeben, dass das nicht in Ordnung ist. Weiß ich nicht, ist nicht passiert, fand ich irgendwie nicht so nachvollziehbar. Außerdem finde ich es auch immer so, das hat auch wieder so ein bisschen mit Revolte und Aufstand und Systemumstürzen zu tun und eben wie so ein klassischer dystopischer Roman. Aber die Leute überlegen sich immer gar nicht, was sie dann hinterher machen wollen. Weil ich meine, eine Rebellion anzetteln ist, ich sag mal, einfach. Aber das dann wirklich durchzuziehen und halt hinterher auch mit einem Ergebnis rauszukommen oder mit einer neuen Regierung rauszukommen, das ist halt das Schwierige daran. Naja, also das wurde alles nicht so ganz bedacht, aber große Rebellion und Aufstand. Also der Schluss ist auf jeden Fall sehr offen. Es gibt einen Cliffhanger, weil es nämlich mindestens eine Duologie werden soll. Wann genau der zweite Teil rauskommt, weiß ich nicht. Ich hatte irgendwann mal gelesen oder gehört, dass es dieses Jahr sogar noch sein soll. Und ich habe sogar, glaube ich, zwischendurch noch gelesen, obwohl in der Pressemitteilung nämlich noch drin stand, dass es nur zwei Bücher werden sollen, stand, glaube ich, irgendwo anders, dass es jetzt vielleicht doch noch drei werden sollen. Ich würde es auf jeden Fall weiterlesen, weil es mich dann doch interessiert, was aus dem Protagonisten wird und das schon irgendwie doch nochmal spannend ist. Aber wie gesagt, es war eher so ein mittelprächtiges Buch. Insofern bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Was auf jeden Fall ein bisschen
Veronica Roth auch, glaube ich, ausmacht im Schreiben, ist zum einen so ein bisschen so die wiederkehrende oder die verschollene Mutter, die irgendwie pünktlich zur Rebellion wieder an die Tür klopft. Und dass Nebencharaktere wirklich sehr wenig ausgebildet sind. Also ich hätte mir zum Beispiel vorgestellt, dass wenn eine Person, ich glaube, 11 Jahre Herrschertochter ist, dass sie bis, also mehr als nur eine Person außerhalb von ihrem Bruder quasi hat, den sie als Bezugsperson hat, kam hier irgendwie nicht vor. Also ja, das war nochmal so ein Punkt, den ich irgendwie ansprechen wollte. Aber ja, insgesamt ganz interessant. Es gab auch hier sehr gemischte Rezensionen übrigens, die ich gesehen habe, und sehr gemischte Bewertungen. Und wie gesagt, ich würde mal den zweiten Teil gerne nochmal ausprobieren wollen, um mal zu gucken, wie es sich so weiterentwickelt. Der erste Teil hat mich jetzt nicht so überzeugt, dass ich sagen könnte, oh, lest den alle sofort. Ich glaube, da muss man wirklich Lust drauf haben, vielleicht ein Fan von Veronica Roth sein. Genau, und auf jeden Fall Lust haben auf ein Sci-Fi-Abenteuer, wo man vielleicht manchmal das Gehirn ein bisschen ausknipsen muss. Danach war die Erinnerung verschwunden. Ich war wieder in meinem Zimmer, umringt von den Figürchen. Dass ich eine erste Planetenreise unternommen und das Oberhaupt von Zoldia kennengelernt hatte, wusste ich noch. Aber ich konnte die Bilder nicht länger in mir wachrufen. An ihre Stelle war der Gefangene mit dem Seil um den Hals und Vaters leise Stimme getreten. Riz hatte eine seiner Erinnerungen gegen eine von meinen ausgetauscht. Das machte er auch bei anderen so. Ich hatte es selbst miterlebt. Er hatte es einmal mit Vas gemacht, seinem Freund und Begleiter, und einmal mit meiner Mutter. Beide Male war er von einer Begegnung mit meinem Vater zurückgekehrt und hatte ausgesehen, als sei er in Fetzen gerissen worden. Dann hatte er kurz seinen ältesten Freund oder unsere Mutter berührt, und schon stand er aufrecht und mit trockenen Augen da und wirkte stärker als zuvor. Die anderen hatten irgendwie leerer gewirkt, als hätten sie etwas verloren. Das waren alle Bücher, die ich im Juni 2018 gelesen habe. Und wie schon erwähnt, demnächst gibt es wieder eine neue Episode von mir. Bis dahin habt ganz viel Spaß beim Lesen. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.